Verglichen mit der Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel benötigt die Produktion tierischer Nahrung wesentlich mehr Energie und ein Vielfaches an Fläche. Der Fleischkonsum ließe sich reduzieren, wenn die Ersatzprodukte aus pflanzlichen Lebensmitteln genauso gut schmecken würden wie die tierischen Produkte. Mit Lebensmittelzutaten aus Raps, Soja, Erbsen oder Kartoffeln gelingt das allerdings nur zum Teil. Die Süßlupine jedoch ist mit ihrem hohen Proteingehalt und der vielen wertvollen Inhaltsstoffe ein vielversprechender Rohstoff für Nahrungsmittel. Die glutenfreie Lupine wächst auf anspruchslosen Böden und wird traditionell als Zwischenfrucht genutzt, um den Boden zu verbessern. Sie bindet den in der Luft befindlichen Stickstoff und reichert damit den Boden an. Lupinen sind nicht gentechnisch modifiziert und durch den heimischen Anbau entfallen lange Transportwege. Für Lebensmittel werden spezielle Züchtungen verwendet. Denn Lupinen, die im heimischen Garten wachsen, sind nicht zum Verzehr geeignet. Sie beinhalten giftige Bitterstoffe, die Alkaloide. Wie alle Pflanzen sind auch Lupinen cholesterin- und laktosefrei. Es spricht also vieles für die Lupine. Wäre da nicht der intensive, bohnige und bittere Geschmack der Lupinensamen, der einer Akzeptanz beim Konsumenten im Wege steht? Diese unerwünschten Geschmacks- und Geruchskomponenten zu beseitigen, war die besondere Herausforderung für die Wissenschaftler am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung, IVV, in Freising bei München. Dem Forscherteam gelang es erstmalig, die störenden Geschmacks- und Aromastoffe exakt zu bestimmen. Uns hat zunächst an der Lupine interessiert, welche Stoffe sind denn verantwortlich für das grüne und bohnige Aroma. Hierbei konnten wir insgesamt 25 hauptverantwortliche Aromastoffe identifizieren, die zu unterschiedlich chemischen Klassen gehören, wie beispielsweise Alkohole, Carbonsäuren oder auch Ketone. Weiterhin konnten wir verschiedene bitterschmeckende Stoffe identifizieren, wie beispielsweise die Alkaloide. Diese genaue Kenntnis haben wir dann dazu genutzt, um gezielt Lösemittel, die umweltverträglich sind, auszuwählen, wie beispielsweise Wasser oder überkritisches CO2. Aber gleichzeitig sollte die Funktionalität der Proteine erhalten bleiben. Dies ist in der Lebensmittelforschung ein einzigartiger Fortschritt. Denn bisher waren weder die sensorisch störenden Verbindungen in Lupinensamen bekannt, noch war es gelungen, gezielt Einzelsubstanzen herauszulösen. Um unsere erfolgreichen Forschungsergebnisse in die Praxis umzusetzen, haben wir im Jahr 2010 die Prolupin GmbH als Spin-off der Fraunhofer Gesellschaft gegründet. Das Unternehmen wurde dann mit den Schutzrechten von Fraunhofer zur Prozessierung dieser Lupinenproteine ausgestattet und hat im Jahr 2011 dann das erste Produkt auf den Markt gebracht, ein Lupinen-Speiseeis, das bis heute sehr erfolgreich im Markt besteht. Eiscreme ist nur eines von vielen Produkten, die auf Basis von Lupinen hergestellt werden können. Wer beispielsweise eiweißreich backen möchte, kann Lupinenproteine zur Anreicherung verwenden. Die Fraunhofer-Forscher haben unter anderem wohlschmeckende Milch aus Lupinen hergestellt. Cappuccino-Schaum gelingt damit perfekt und laktosefrei. Fleischersatzprodukte aus Lupinen wurden in wissenschaftlichen Vergleichstests von den Konsumenten nicht als pflanzlich erkannt und erfreuten sich hoher Beliebtheit. Der Markt, den wir bedienen können mit unseren Pflanzenproteinen, ist sehr, sehr groß. Wenn man sich vor Augen hält, dass zum Beispiel allein für 80 Millionen Tonnen jedes Jahr Milchprodukte und Eier verzehrt werden, dann kann man sich vorstellen, wenn wir nur 1% Marktanteil erringen könnten mit unseren Lupinenproteinen, dann reden wir über eine Menge von 800.000 Tonnen. Und das ist in unseren Augen schon eine gewaltige Menge. Die Chancen stehen gut, dass die Bedeutung der Lupine in der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion zunimmt. Das wäre ein großer Gewinn für die Gesundheit des Einzelnen und für unsere Umwelt.